Markus, die Rückenschmerzen sind viel besser. War aber nicht der Grund fürs Ausscheiden jetzt? Nein, definitiv nicht. Also wie gesagt, die Rückenschmerzen sind besser. Ich habe mich massieren lassen mit Kinderöl und also Kinderbalsam. Ich war perfekt. Also man riecht sogar noch. Ich denke mal, ich habe jetzt 2 Tonnen mehr aufgeschmiert. Also hat ordentlich raufgegeben. Das hat ja heute Morgen noch recht gut ausgesehen. Oder heute mittags noch recht gut ausgesehen mit deinem Stack. Mhm. Was ist passiert? Habe irgendwie konstant aufgebaut. Aber irgendwie nie die Hände bekommen, also alles irgendwie ohne Showdown, kleine Bitte gespielt, also relativ wenig gespielt, also sehr deutliches Image gehabt. Ja. Und kriege jetzt also Chip Leader Raced in erster Position. Ich bin 2 Positionen hinter ihm, hab Damen. Denke mir, es sind irgendwie genügend aggressive Spieler dahinter, die dann praktisch irgendwie ja, einen Move machen könnten. Ja. Call mit meinem Stack jetzt, ne? Und dahinter folgen alle, leider Gottes, überraschenderweise, weil es ist schon wieder so ein bisschen Action gewesen. Und der Flop kam dann 3, 8, 9 mit 2 Spades. Ich habe die Big Dame hab ich dabei. Er bettet den Flop, ich call ihn. Am Turn kommt Spades. Und Jack raced mich und ich pushe ihn dann nur in die und der hat Ass für den Big, ja. End of the game. Ja, das war's. Wenn man jetzt nicht ins Geld kommt im Finaltisch, bin ich natürlich unzufrieden. Bist du grundsätzlich mit deinem Spiel zufrieden gewesen? Ich bin grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, sehr mit meinem Spiel zufrieden gewesen, ja. Und es war jetzt da, die ja, im Nachhinein betrachtet, also jetzt, wenn ich nur mal drüber nachdenke, wenn ein paar Minuten vergangen sind, keine Ahnung, was ich anders hätte machen können. Das ist natürlich schwer gegen einen Chip-Leader. Ich meine, der hat irgendwie 350.000 Chips. Ja. Ich meine, der kann das mit sehr vielen Karten machen. Ja. Weil ob der jetzt 50.000 verliert oder nicht, das tut ihm einfach nicht so weh, ja, zu dem Zeitpunkt. Also der kann das mit irgendwie einem Bar machen, mit der Big Ass Blank oder ja, wie auch immer. Also ich habe da einen selbstständigen 2-Bar-Flop, der kann, die Range ist sehr breit, die der von vorne hat. Also, und der hat sehr viel Action gemacht. Somit glaube ich, dass es einfach wirklich ein wieder richtiges Spiel zu bauen. Und allgemein bin ich sehr zufrieden gewesen. Ich habe nie eine All-In-Situation gehabt, habe nie einen Showdown gehen müssen, habe eigentlich ja einmal Asse gehabt, einmal alle gefoldet. Also irgendwie, ich glaube, das war im 2. Level und ansonsten keine Hände gehabt. Also, ist das so ein Nachteil des Titan Image dann, oder? Nein, gar nicht, weil du nimmst, das ist der Vorteil des Titan Image. Weil mit den Assen? Du kannst ja andere Sachen dann einfach irgendwie ausnutzen. Genau, wenn du einen Button raised gegen die Blinds, also wenn vorher alle folden, du einen Button die Assen kriegst und dann folden die Blinds auch nachher. Mhm. Okay. Also langfristig kann man mehr rausziehen mit den Titan Image als. Ja, ich meine, man probiert und macht und muss einfach selbst ein bisschen irgendwie seine Linie finden. Und natürlich ist es immer abhängiger, wie die Tischdynamik ist, wie die Gegner, wie die Position ist. Ja. Inwiefern gehst du anfangs in ein Turnier rein oder sag mal, wie viel Zeit gibst du dir, um eine Strategie zu entwickeln am Tisch? Das fängt an, sobald ich mich am Tisch hinsetze. Ja. Meine Gegner beobachten, jeder Spielzug, so wie heute zum Beispiel, ich habe einmal einen Tischwechsel gehabt und bei meinem ersten Tisch habe ich wirklich, das nach 20 Minuten habe ich schon gewusst, wie wer, also habe jeden einfach schon zugeordnet. Das ist relativ schnell gegangen. Ja. Ich wäre sehr glücklich gewesen, sage ich, wenn ich weiterhin am Tisch geblieben wäre, aber leider Big Blind, heißt der Move. Klar. Noch eine Frage, jetzt also von persönlichem Spiel. Wie oft variierst du dein Spiel dann im Laufe eines Turnieres? Verschieden, wie gesagt. Weißt du, ich gehe nicht hin und sage, ich spiele heute so. Ja. Das habe ich irgendwie früher gemacht. Früher mir vorgenommen, okay, ich spiele jetzt mal super aggressiv, dann einmal, ich spiele super tight. Aber man, das ist einfach irgendwie, das ist lange, lange her. Es ist einfach irgendwie das Beste, wenn man sagt, okay, man schaut, man passt sich einfach den Tisch an. Du kannst einfach nicht irgendwie super aggressiv spielen, wenn du 3 super aggressive Spieler an deiner Linken hast. Ja, kannst du natürlich schon, aber es kann sein, dass du irgendwie in den 2. Level im Turnier ausscheidest. Ja. Also ich passe mir mal an, probiere mir wirklich einfach anzupassen, probiere das Spiel zu beobachten. Also wenn es irgendwie die Hände jetzt nicht irgendwie zulassen, dann bin ich gerne stiller Beobachter für 2, 3, 4 Stunden. Wie ist okay. Okay, das nächste ist dann WPT. WPT, ja, WPT Wien, klar, sowieso Fixtermin, freut mich immer, wenn ein großes Turnier in Österreich ist. Ja, und dann Berlin. Vielleicht läuft es besser. Mal schauen. Und dann Berlin. Ja, Berlin kann ich leider nicht, das geht bei mir, leider geht es nicht aus. Ich habe dann Termin einzuhalten, den kann ich leider nicht verschieben, ja. Klar. Willst du noch was zu den Card Coaches sagen? Card Coaches, ja, wir sind auf einem sehr guten Weg, definitiv.
haben wir ein super Team. Also wir haben jetzt eine Deadline, die kann sich dann einfach wirklich nur noch in Wochen verschieben kann. Also es sollte, schaut so aus, als dass man wirklich irgendwie während der WSOB online geht. Sag's mir, dann schreiben wir drüber. Definitiv. Danke dir.